Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung, Drucksache 19-2825, Drucksache 19-2412. Berichterstatter ist der Abg. Bauer. Ich erteile ihm das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung und der Bericht des Innenausschusses. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Vielen Dank. Ich öffne die Aussprache. Das Wort hat Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte in Erinnerung rufen, dass die GRÜNEN 2003 einen gleichlautenden Gesetzentwurf in den Hessischen Landtag eingebracht haben. Dieser wurde damals vom Parlament mehrheitlich abgelehnt. Jetzt sind es die GRÜNEN selbst, die ihren eigenen Gesetzentwurf ablehnen. Ich freue mich auf die grüne Stellungnahme hier im Parlament, mit der Sie begründen wollen, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Der schafft alles. Mein Kollege Hermann Schaus beschrieb die Diskussion im Innenausschuss als grünen Eiertanz. Ich habe einmal nachgelesen, die Redewendung ein Eiertanz Herren von FDP und Grünen, hört es dem Kollegen Schott lieber zu, ist spannender. Definiert der Duden umgangssprachlich als ich höre euch doch nicht. Sehr vorsichtiges, gewundenes Verhalten, taktieren in einer heiklen Situation. Ursprünglich wurde damit ein kunstvoller Tanz zwischen ausgelegten Eiern bezeichnet. Da sind wir doch einmal alle gespannt. In den Kommunalparlamenten gibt es immer noch nicht viele Menschen mit Behinderungen. Und warum wohl? Weil es immer noch Rathäuser gibt, die nicht barrierefrei sind. Genauso ist es mit den Gemeindehäusern, wo die Kreistagssitzungen gelegentlich stattfinden. Also bei Behinderungen können Menschen, die beispielsweise einen Rolli fahren, nicht ohne fremde Hilfe dorthin kommen. Wenn Menschen mit Behinderung um jeden Nachteilsausgleich kämpfen müssen bzw. eher betteln müssen, ist dies eine unwürdige Angelegenheit. Und ja, meine lieben GRÜNEN, das ist leider auch heute noch so. Wenn Sie dies nicht so wahrnehmen, dann überlegen Sie einmal selbst, wie viele Gemeindevertreter und Vertreterinnen mit Schwerbehinderungen in den Kommunalparlamenten vertreten sind und wie viele Sie dort kennen. Wir haben uns da einmal umgehört. Die Diskussionen mit den Verwaltungen vor Ort beginnen bei der Anforderung, dass es auch Stühle ohne Armlehne geben soll, weil jemand, der gewöhnlich im Rollstuhl sitzt, auch den Stuhl benutzen möchte. Sie geht über Türklinken, die zu hoch sind, um sie sitzend zu öffnen, oder Türen, die sich nicht einhändig öffnen lassen. Da kann man ohne Begleitung den Raum nicht verlassen. Es gibt eine Diskussion um Tische, die mit dem Rollstuhl nicht unterfahrbar sind, um höhenverstellbare Redepulte, zusätzliche Mikrofone und vieles mehr. So geschehen in der Gegenwart. Apropos zusätzliche Mikrofone. Eine Stadtverordnete bat um ein Mikrofon, weil sie vom Platz aus sprechen möchte und nicht von einer Begleitperson vorgeschoben werden wollte. Sie hat sich das Mikrofon auch selbst auf eigene Kosten besorgt, weil es ja keine rechtliche Grundlage gibt, die Sie hier auch weiterhin verweigern wollen. Die Verwaltung und der Magistrat waren allerdings nicht damit einverstanden, dass das Mikrofon angeschlossen wird. Es wurde damit argumentiert, dass es besser wäre, wenn sie vor der Versammlung sitzen würde. Das ist ein seltsames Verständnis von Inklusion, wenn man über die Interessen der Betroffenen derart hinweggeht. Genau aufgrund solcher Fälle, die wie gesagt keine Einzelfälle sind, brauchen wir eine Regelung in der HGO. Ein gesetzlicher Anspruch wird helfen, die Ansprüche durchzusetzen. Dann kann die Kommune dies nicht zurückweisen und unter Finanzvorbehalt stellen. Es wäre klar, dass nicht der Betroffene selbst seine Kosten tragen muss, sondern die Verwaltung für die barrierefreie demokratische Beteiligung verantwortlich ist. Man kann sich nur theoretisch darauf zurückziehen, es sei alles geregelt. Wir haben neben dem Benachteiligungsverbot im Grundgesetz die UN-Behindertenrechtskonvention mit der Verpflichtung für die Vertragsstaaten, dass sie das Recht von Menschen schützen, bei Wahlen zu kandidieren, ein Amt wirksam innezuhaben und alle öffentlichen Aufgaben auf allen Ebenen staatlicher Tätigkeit wahrzunehmen, indem sie gegebenenfalls die Nutzung unterstützender und neuer Technologien erleichtern.
Dies sind aber alles Verpflichtungen, die eine konkrete Regelung für die Praxis benötigen. Und die wollen wir hier schaffen. 2003 haben die angehörten Verbände und Institutionen den Gesetzentwurf begrüßt. Lediglich Städtetag und Städte- und Gemeindebund hatten Bedenken. Ja, auch der Landkreistag hat zugestimmt. Ich bin mir sicher, eine neuerliche Anhörung hätte Ähnliches zutage treten lassen. Auch wenn das Hessische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung von einem Benachteiligungsverbot spricht, stellt es sämtliche bauliche und sonstige Veränderungen unter einen Finanzierungsvorbehalt. Die meisten Kommunen in Hessen können nachweisen, dass sie nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügen. Es enthält auch keinen speziellen Anspruch für Gemeindevertreterinnen. Den wollen wir hiermit schaffen. Mit dieser Gesetzesänderung können wir dafür sorgen, dass eine tatsächliche Gleichbehandlung möglich ist und mehr Menschen mit Beeinträchtigung ermöglichen, am demokratischen Geschehen teilzuhaben. Sie haben Wort gehalten, ja. Vielen Dank, Frau Schott. Das war eine Punktlandung. Ich bitte es nachzumachen, Herr Kollege Bauer für die CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, der Antrag ist aus dem Jahr 2003, und die Debatte wiederholt sich. Denn schon damals wurde deutlich und auch argumentativ untermauert, dass es eine Selbstverständlichkeit in Hessen ist, war und auch bleibt, dass behinderte Stadtverordnete, behinderte Kreistagsabgeordnete und andere behinderte Kollegen selbstverständlich in den Stand versetzt werden müssen, ihre kommunalpolitische Arbeit in gleicher Weise effektiv und ohne Nachteile durchzuführen, wie das auch Nichtbehinderte tun können. Daran besteht nach wie vor kein Zweifel, meine Damen und Herren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Das wird auch so praktiziert, und dazu gibt es bereits eine ausreichende gesetzliche Grundlage. Aus § 35 Hessische Gemeindeordnung Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit dem Artikel 3 Grundgesetz Absatz 3 ergibt sich ein entsprechender Anspruch. Was wollen Sie denn mehr regeln als dieser Passus aus dem Grundgesetz, den ich Ihnen kurz vorlesen darf? Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden, und niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Was mehr als das Grundgesetz soll gelten, auf das sich die Hessische Gemeindeordnung bezieht und auch deutlich macht, dass danach auch Mandatsträger nicht wegen der Behinderung benachteiligt werden. Und das bedeutet für die Städte und Gemeinden die Verpflichtung, besondere Maßnahmen durchzuführen, dass Behinderte ihre Aufgaben ordnungsgemäß durchführen können oder eben auch entsprechende Aufwendungen der Betroffenen sachlich oder finanziell zu erstatten. Das alles ist geregelt und wird praktiziert, meine Damen und Herren. Das kann man übrigens auch in den Stellungnahmen der Kommunalen Spitzenverbände aus den damaligen Anhörungsunterlagen aus dem Jahre 2003 nachlesen. Dann zitiere ich gerade einmal den Hessischen Landkreistag, den Sie als Kronzeugen angeführt haben. Der sagt deutlich, Zitat, schon jetzt übliche Praxis in den Kreisen, anfallende Mehrkosten zu ersetzen. Der Gesetzentwurf, gestatten Sie Zwischenfrage? Nein, mache ich nicht. Der Gesetzentwurf ist lediglich eine Klarstellung, Frau Schott. Das sagt der Landkreistag. Eine Klarstellung, die Sie hier machen wollen. Und der Hessische Städte- und Gemeindebund, den darf ich auch zitieren, dem Hessischen Städte- und Gemeindebund sind mit Ausnahme der Stadt Kassel keine Probleme bekannt, in denen es Probleme wegen einer tatsächlichen oder finanziellen Unterstützung von behinderten Mandatsträgern gekommen ist. Einen besonderen Handlungsbedarf sehen wir vor diesem Hintergrund nicht. Dem ist doch nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Und leider haben Sie von den LINKEN nicht nur abgeschrieben, sondern Sie haben auch die ganzen Hinweise aus der damaligen Anhörung noch nicht einmal aufgenommen. Es gibt nach wie vor handwerkliche Fehler in Ihrem Gesetzentwurf, denn Sie schließen damals wie heute sachliche Unterstützungen aus und beziehen sich allein auf finanzielle Unterstützungen. Es muss aber auch durchaus möglich sein, wenn Kommunen es als hilfreich erachten, dass zur Ausübung des Mandats von Behinderten Sachmittel geeignet wären, wie beispielsweise eine Lesehilfe, dass diese Sachmittel auch gewährt werden können. Man kann sich also nicht alleine auf den finanziellen Aspekt beziehen. Und außerdem geben die Kommunalen Spitzenverbände den Hinweis, dass aus sachlichen und auch aus systematischen Überlegungen heraus
die Regelung wohl besser in § 27 Absatz 3 platziert wäre. Da sollte man es, wenn schon, überhaupt verankern. Denn hier werden die Entschädigungen und die Erstattungen auch des Verdienstausfalls geregelt. Nicht einmal das haben Sie aufgenommen. Sie haben lediglich Drag and Copy gemacht und einen Antrag, einen Gesetzentwurf, Paste and Copy, Entschuldigung, heißt es, von den GRÜNEN übernommen. Meine Damen und Herren, der hat dazugelernt im Gegensatz zu Ihnen, Herr Schaus. Wir haben alle das gleiche Ziel, nämlich dass Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam Politik machen. Und sie werden selbstverständlich auch gleich behandelt. Alle bekommen die Voraussetzungen geschaffen, dass sie ihr Mandat gewissenhaft ausüben können. Uns unterscheidet lediglich die Auffassung, dass wir davon ausgehen, dass die gesetzlichen Grundlagen hierfür gegeben sind. Wir brauchen dazu kein Gesetz zu machen oder eines zu ändern. Und deshalb werden wir Ihren Gesetzentwurf ablehnen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat Frau Abg. Goldbach für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Wir hatten ja den Gesetzentwurf der LINKEN hier schon einmal beraten. Und dann haben wir den in den Ausschuss verwiesen. Dort haben wir dann gemeinsam beschlossen, uns die Anhörungsunterlagen aus 2003 noch einmal kommen zu lassen. Wir haben sie uns noch einmal alle durchgelesen. Und ich möchte noch einmal kurz erwähnen, was die Kommunalen Spitzenverbände dazu gesagt haben. Hessischer Städte- und Gemeindebund sagt, die ausdrückliche Normierung eines Anspruchs ist nicht nötig. Der Hessische Landkreistag stimmt aus dem Grund der Chancengleichheit grundsätzlich einem solchen Gesetzentwurf zu, sagt aber auch, ich zitiere, dass es in den Kreisen schon jetzt, 2003, übliche Praxis ist, den behinderten Kommunalpolitikerinnen die anfallenden und durch die Behinderung entstandenen Mehrkosten zu erstatten. Deshalb würde der Hessische Landkreistag eine gesetzliche Regelung nur als Klarstellung betrachten. Der Städtetag hebt hervor, dass, ich zitiere wiederum, wir es nicht für richtig halten, Behindertenpolitik im Rahmen des Kommunalverfassungsrechts zu gestalten, zumal dies zu kurz greifen würde. Halten wir fest, grundsätzlich haben behinderte Mandatsträger die gleichen Mitwirkungsrechte wie alle übrigen auch. Grundsatz der Gleichheit der Mandatsträger. Und ein wesentlicher Ausfluss dieser Rechtsstellung ist die Teilnahme an der Meinungs- und Willensbildung und die Beratung und Beschlussfassung der Gemeindevertretung oder des Kreises. Das muss jeder Gemeindevertreterin und jedem Vertreter auch tatsächlich möglich sein. Und wenn jemand beispielsweise sehbehindert ist, dann braucht er eben entsprechende Hilfen. Wenn wir jetzt eine Regelung der Aufwandsentschädigung im Gesetz verankern würden, dann wären grundsätzlich alle Behinderten mit einer Behinderung ab etwa 50% anspruchsberechtigt, sagt der Städte- und Gemeindebund. Das heißt, die Kommune müsste erst einmal prüfen, ob überhaupt ein höherer Aufwand entsteht und inwieweit ein höherer Aufwand entsteht und ob er gerechtfertigt ist. Ein Teil des Aufwands wiederum könnte durch dritte Rechtsträger erstattet werden, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Es müsste dann noch einmal geprüft werden, inwieweit da eine weitere Verrechnung und Abrechnung nötig ist. Das ist ein ziemlicher Verwaltungsaufwand. Und nicht zuletzt muss eben erst einmal die Mandatsträgerin oder der Mandatsträger belegen, dass sie oder er eine Behinderung hat. Wenn wir jetzt einmal schauen, eine Aufwandsentschädigung in diesem Bereich würden wir eine Regelung, eine besondere zusätzliche Regelung für Menschen mit Behinderung einführen. Das hieße eine höhere Aufwandsentschädigung für diese Menschen. Und dann schauen wir einmal, wo der Aufwand überhaupt entsteht, Frau Schott. Da gehe ich jetzt einmal auf Sie ein. Sie haben eben gesprochen von Türen, Türklingeln, Tischen und Stühlen. Meines Wissens bringen die Abgeordneten die Stühle und Tische und Klingeln nicht mit, sondern das alles ist Aufgabe der Kommunen. Und das ist für mich der wesentliche Fehler. Das ist Aufgabe der Kommune, einen barrierefreien Zugang zu den Kommunalparlamenten, zu Sitzungen, zu Ratssitzungen zur Verfügung zu stellen. Das ist der Grundsatz, der gilt. Für jede Mandatsträgerin und jeden Mandatsträger muss der Zugang zu Sitzungen, Ausschüssen usw. barrierefrei sein.
und zwar nicht nur baulich, sondern für alle Einschränkungen, die die Mandatsträger eventuell haben. Sie haben davon gesprochen, sehr vage, dass es da immer Fälle gibt und dass es da Handlungsbedarf gibt. Wir haben noch einmal recherchiert, damals, 2003, und jetzt kriegen Sie meine Erklärung. Ohrenspitzen. In 2003 gab es einen konkreten Fall wohl in Kassel. Und deshalb kam diese Anregung auch aus Kassel, eine Änderung in der Kommunalverfassung vorzunehmen. Seitdem haben wir keinen weiteren Fall. Wir haben jetzt noch einmal recherchiert. Ja, das ist schön. Das sind aber offensichtlich Geheimfälle, die Sie da haben. Denn Sie haben weder in der Ausschusssitzung noch hier im Plenum auch nur einen konkreten Fall nennen können, der eine gesetzliche Regelung hätte nötig machen müssen. So, das ist die Situation, und das ist eben auch der Unterschied. Damals gab es einen Fall, damals haben wir das eingebracht, es wurde geprüft. Und jetzt müssen wir sagen, die Kommunalen Spitzenverbände sagen ganz klar, es ist nicht nötig. Wir schauen uns einmal die Praxis an in den Kommunen, und da wird der barrierefreie Zugang ermöglicht. Und wenn Sie der Meinung sind, Sie müssten die konkreten Fälle, die Sie vielleicht haben, vielleicht auch nicht, hier vorstellen, dann tun Sie das bitte. Aber reden Sie nicht immer von vagen Dingen. Ja, wir hatten Sie gebeten, das einmal konkret zu benennen. Sie haben uns weder Namen noch Kommune noch sonst irgendwas gesagt. Sie sprachen von, da sind Menschen, die müssen betteln und kämpfen. Also bitte, in was für ein Licht stellen Sie denn da unsere Kommunen, dass Sie Menschen mit Behinderungen in eine solche Situation. Einen Moment, Kollegin Schott, wir leben etwas friedlicher. Es ist nach 18 Uhr, sind wir friedlich hier. Sie haben noch einen Moment, Frau Kollegin. Ich möchte noch einen Satz sagen. Wir alle hier in diesem Haus, wir alle wollen, dass Menschen, die Einschränkungen haben oder Behinderungen, kommunale Mandate ausüben können. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und unsere Kommunen sorgen dafür, dass diese Menschen das auch machen und können. Und wir sehen keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung in der Kommunalverfassung. Vielen Dank. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Nein, heute nicht. Gut, Herr Mann. Heute kriegen es eher die GRÜNEN ab. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, um was für einen Tatbestand geht es? Die GRÜNEN behaupten, es gibt nichts zu regeln, können es aber auch nicht belegen. Andere sagen, es gibt einen Fall in Wächtersbach, das können wir nicht beurteilen. Der Tatbestand jetzt übernimmt. Wir reden darüber. Jetzt übernimmt die Opposition einmal einen Gesetzentwurf der GRÜNEN. Ist es auch wieder nicht recht. Also wissen Sie, meine Damen und Herren, jetzt machen Sie einmal möglicherweise was Richtiges. Ist es auch wieder falsch. Also das heißt im Ergebnis, man sollte von den GRÜNEN nichts übernehmen. Dann ist man auf der richtigen Seite. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist dann schon eher stringent. Jetzt sagt die CDU, ist auch alles kein Problem, muss man nicht eine Gesetzesänderung machen. Kann so sein. Es kann Einzelfälle geben. Gestern haben wir von den GRÜNEN gehört, wir hatten ja einen Landtagskollegen, der beeinträchtigt war. Ja, Leute im Rollstuhl, die können nicht in jedes öffentliche Gebäude. Das ist so. Wir haben gehört, wenn man sich die Bahnhöfe mal anschaut, höchst jahrelang keinen Aufzug. Jetzt bekommt man einen Aufzug. Es gibt in der Praxis schon noch Beeinträchtigungen für Menschen, die eben körperlich beeinträchtigt sind. Und wenn es solche Dinge gibt, könnten wir, Herr Innenminister, im Erlass, machen Sie einen Erlass, schreiben Sie einen Satz rein, dass die mandatsbedingten Aufwendungen zu ersetzen sind, ähnlich wie die Fahrtkosten oder Verdienstausfall des § 27 HGO. Das kann man klarstellen in einem Satz, in einem Erlass. Dann hat man alle Eventualitäten rum, weil wir alle wollen gemeinsam, dass Menschen, die beeinträchtigt sind, nicht behindert werden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. Dann braucht man möglicherweise die Gesetzesänderung nicht. Aber wenn man beratungsresistent ist wie die GRÜNEN, braucht man es offensichtlich dann doch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen schade. Ein Tatbestand, wo es sicherlich in der Praxis mal vorkommen kann. Das wird nicht eine Riesenanzahl von Fällen sein. Vielleicht liegt es dann auch am mangelnden Verständnis vor Ort. Das will ich nicht ausschließen. Aber bitte schön, wenn wir gemeinsam wollen, dass es keine Nachteile durch körperliche Beeinträchtigungen gibt, dann muss auch der dadurch bedingte Mehraufwand erstattet werden. Und wie gesagt, der Innenminister kann jederzeit einen Erlass vielleicht herausgeben, der das klarstellt. Das wäre möglicherweise eine Brücke. Jetzt sind wir im Gesetzgebungsverfahren. Wir stimmen dem Änderungsantrag zu.
von den LINKEN, weil dann der Sache gerecht ist. Wir hätten und haben damals auch dem Gesetzentwurf der LINKEN, der GRÜNEN zugestimmt. Und da haben wir es eher mit der alten Devise, was damals richtig war, ist heute nicht falsch, wenn es keine anderen Argumente gibt. Das heißt, wir sind nicht so wendig wie die GRÜNEN und deswegen stringent bei unserer Linie. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Dr. Jörg Oberhahn, FDP. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will noch einmal vorlesen, um was es geht. § 7 Absatz 2 Satz 2 soll angefügt werden und hat folgenden Wortlaut. Ehrenamtlich Tätige, die schwerbehindert im Sinne des 9. Buches Sozialgesetzbuchs sind, erhalten den aufgrund ihrer Behinderung für die Wahrnehmung der ehrenamtlichen Tätigkeit tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen besonderen Aufwand ersetzt. Sehr verehrte Damen und Herren, verehrter Herr Präsident, da steht nichts von Aufzügen, da steht nichts von irgendwelchen Zugängen, da steht nichts, dass irgendetwas anderes vorgehalten werden muss. Ich wollte mal darauf hinweisen, weil es wurde so das Bild vor Kollegen gestellt, als wenn wir hier gerade die Rettung von behinderten Kolleginnen und Kollegen in Kommunalparlamenten diskutieren und ob wir die beschließen sollen. Nein. Ich frage mich, was soll dieser Antrag? Ich frage mich, weil ich bei diesem Thema besonders emotional bin und weil ich es für vollkommen daneben halte, wenn öffentlich Bilder gestellt werden, wohlmeinend kluge, wohlmeinend liebe, von denen selbst die Antragsteller wissen, dass es das Problem gar nicht gibt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das schadet den Behinderten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das hilft ihnen nicht. Sie werden in eine Diskussion hereingezerrt aus kleiner parteipolitischer Münze. Und dieses haben die LINKEN heute wieder einmal deutlich gemacht. Es gab nirgendwo einen Hinweis, außer diesem Anführungszeichen, berühmten Anführungszeichen Kasseler Fall, dass konkrete Dinge passiert sind. Ich habe Sie von diesem Pult aus, Frau Kardinal, bei der ersten Lesung gebeten, dass Sie mir, hören Sie mir doch einmal zu, Sie müssen doch nicht dauernd meinen, dass Sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, gerade dann nicht, wenn Sie Parteipolitik auf dem Rücken der behinderten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes machen. Das geht so nicht. Das lasse ich nicht zu. Das lässt die große Mehrheit dieses Hauses nicht zu. Wenn Sie es schon nötig haben, dieses so zu tun, dann sollen Sie doch bitte einmal Butter bei die Fisch bringen. Ich hatte Ihnen gesagt, wenn Sie einen Fall haben, ich traue mir zu, innerhalb von einer Stunde, sollte es ihn wirklich geben, innerhalb von einer Stunde das Problem des behinderten kommunalpolitischen Kollegen zu lösen, nämlich mit einem einzigen Anruf, entweder beim Bürgermeister oder beim Stadtverordnetenvorsteher, egal jetzt auf männlich oder weiblich. Das war gegendert ausgedrückt. Dann schicken Sie mir bitte mal, diese Dinge. Sie haben es bereits vor drei Monaten oder wann war die erste Lesung? Mitte September, also vor zwei Monaten versprochen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen wir es doch bitte. Wir haben so viele Themenbereiche, wo wir uns parteipolitisch auseinandersetzen können, wo wir uns auch und wegen mir auch die LINKEN profilieren können. Aber bitte nicht auf dem Rücken behinderter Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Ich finde das nicht korrekt. Wir lehnen das natürlich ab. Vielen Dank. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bin sehr dankbar dafür, dass die unangemessene Problembehandlung hier gerade eben deutlich gemacht worden ist. Frau Kollegin Goldbach hat gesagt, wir wollen alle behinderten Menschen ermöglichen, dass sie selbstverständlich ihr Mandat in einer Stadtverordnetenversammlung, in einer Gemeindevertretung, in einem Magistrat, in einem Gemeindevorstand, Kreistag oder Kreisausschuss ausüben können. Wir wollen das, die wir hier im Hessischen Landtag sind, und im Übrigen die Hessische Gemeindeordnung auch. In § 35a der Hessischen Gemeindeordnung ist die entscheidende Norm bereits vorhanden. Niemand darf daran gehindert werden, sich um ein Mandat als Gemeindevertreter zu bewerben, es anzunehmen oder es auszuüben.
Das heißt, es gibt eine gesetzliche Grundlage, auf der sich jeder, der betroffen ist, berufen kann. Meine Damen und Herren, da Kollege Hahn jetzt gerade gesprochen hat und nicht der Kollege Greilich, bleibt es an mir, Montesquieu zu zitieren. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. So wollen wir es auch halten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Beuth. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung der Hessischen Gemeindeordnung. Wer diesem Gesetzentwurf in zweiter Lesung seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist DIE LINKE und die SPD. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 GRÜNEN, FDP. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.